So, ich werde versuchen, den neuen 5. Jubiläums-Juventus-Lizenz-Banner zu pullen. Einfach so, weil ich genug Bälle habe. Schauen wir mal. 5 Steps sind das. Das heißt, erster ist nichts, zweiter ist nichts, dritter ist ein SSR zumindest garantiert, vierter ist nichts und fünfter ein neuer. Es gibt drei, die haben Plusbande. Einer, ich glaube Delpy oder Insas, hat Minusbande. Ich guck mal, wer Minus hat, weil den will ich nicht. Dann ist das Insas. Ich mache einfach, ich habe genug Bälle, also los. So, keiner dabei. Ich muss mal gucken, ob ich... Ja, keine Ahnung, ob ich meinen Ton aufnehme, aber egal. Wir machen weiter. Natürlich wieder keiner. So, beim dritten ist ein SSR dabei, aber muss kein neuer sein. Okay, einer. Neu und da ist noch einer, also zwei SSR. Aha, der neue Davi, der siegbringende Dynamo. Und ein ganz alter, mieser, hässlicher Chester. Wie hässlich. Sehr, sehr hässlich. Insas und Delphi mit einem Zwillingsschuss. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Natürlich nichts. Und gerade mal nur ein SR. Ein SR-Spieler. Der Rest ist R. Wie erbärmlich. Das ist erbärmlich. Nur das nächste, das ist der letzte Step, ne? Der letzte Step to Depp. Ein neuer garantiert. Gentile und Yuga sind am Schießen. Bleibt es bei einem? Ja, es bleibt bei einem. Der eine wird ein Juve-Spieler. Und es ist, ja, ausgerechnet Insas, ne? War das Insas mit dem Debuff? So ein Kacke, ey. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer, Leute. Geil. 3 von 4. So viel Glück hatte ich lange nicht mehr. Aber ich habe auch seit halbem Jahr nicht mehr richtig gepullt. So, das ist Insas und der hat, den sehe ich noch nicht. Also egal. Gut, das war's. Das war der Juve-Banner und das ist 5. Jubiläum. Das heißt, ich habe gespart dafür. Ich muss jeden Banner pullen, damit ich sammeln kann, um nach dem 5. Anniversary fit zu bleiben. So. Noch 1 Minute kann ich rumlabern. Und zwar prognostiziere ich, dass, okay, ich habe den Banner versucht, Pelz zu pullen, nichts bekommen. Mal gucken, was es noch gibt. Es gibt einen SSR-Mischtransfer, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, um sehr, sehr alte SSR-Spieler damit zu tauschen, um dann neuere Spieler zu kriegen. Noch lasse ich die Finger von. Der SR-Mischtransfer, den mache ich später. Es gibt einen neuen Traumschal. Hier der neue Werbevideotransfer. Kriegt man Traumbälle. Und SSR-Spieler nur für Werbung gucken. Kann ich jedem empfehlen. Noch 15 Sekunden habe ich Zeit, damit es ganz genau 5 Minuten wird. Und das war's. Mögen die Spiele beginnen. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Bis dann und tschüss.